So, weiter geht's hier am D-Day um 5 Uhr morgens. Und zwar, die Jungs an den Stränden müssten jetzt gelandet sein. Sie sind nur ein paar Meilen entfernt, aber mir kommt das unendlich weit weg vor. Wir haben keine Funkgeräte und sind total abgeschnitten. Captain Foley hatte recht. Wir sind bei der Einnahme des Dorfes letzte Nacht auf einen oder mehrere deutsche Fallschirmtrupps gestoßen. Heute hatten wir mit einem deutschen Gegenangriff zu tun. Unsere Verteidigung ist fast hin. Feindliche MG-42, Panzerfäuste und Panzerabwehr im Dorf selber. Die Air Force und Navy haben heute Morgen ein nettes Feuerwerk an den Stränden abgefackelt. Eins ist jetzt sicher: Die Deutschen wissen, dass wir hier sind. Wir müssen nur rausfinden, ob sie den Schwanz einziehen und fliehen oder frontal auf uns losstürmen. Das finden Los, wir aber alle jetzt raus. Wachen! Die Deutschen bringen euch Kampf! Runter von der Straße! Maus ab! In Ordnung, die Mörser machen Pause. Johnson, sehen Sie nach. Ja, Captain. Ich will lieber Kaffee. Ein Tiger nähert sich von Osten. Auf der was? Ich mach's verkehrt! Baker, folgen Sie mir! Also, es ist leider ein bisschen laut. Höre ich vielleicht auch nochmal, wo es die Panzerfaust gibt. Das gibt's doch nicht. In Ordnung, die Mörser machen Pause. Johnson, sehen Sie nach. Ja, Captain. Mit der Panzerfassung der Kirche. Aus der Kirche. Thank you.
geht schon ganz schön krass ab, ne? Okay. Hat ein bisschen gedauert. Was machen wir denn jetzt? Wem folgen, wohin? Geräusch, ne? Das kann nichts Gutes bedeuten. Boah! Ja, dann.
warten, dann gucken wir mal, was da um die Ecke lauert jetzt, oder was? Hier noch einer. Noch eine Panzerfaust. So, danach reicht's aber mit Tigerpanzern und Panzerfäusten. So, ich hätte gerne mein Scharfschützengewehr wieder. Eine Leiter ins Nichts. Schalten wir sie aus. Nicht übel, Parker. Okay, Jungs. Na, das ist ja praktisch. Martin, hierher! Rein in den Wagen! Okay, angenommen, wir schaffen es in diesem Schrottkübel zurück zum Bataillon. Was sollen wir denen sagen? Übergeben Sie das Major Shepard. Sagen Sie, Company Baker hat die Stadt gesichert. Kann sie aber nicht lange halten, wenn wir keine Verstärkung bekommen. Verstanden, Sergeant? Aber klar, wir fahren einfach in einer französischen Blechschüssel durch die feindlichen Linien. Sollen wir gleich noch eine Zielscheibe drauf malen? Das wird nicht nötig sein, Sarge. Machen Sie schon. Es sei denn, Sie haben eine bessere Idee. Oder ein funktionierendes Funkgerät. Vielen Dank. Das ist doch krank. Ich glaub's einfach nicht. Glauben Sie mir. Es sei denn, Sie können fliegen. Es sind nur 6 Meilen, Private. Halten Sie den Mund und tun Sie es. Wenn du das Ende des Seils erreichst, mach einen Knoten rein und bleib dran. Ja, okay. Klingt vernünftig. 0:40 Kontakt mit circa 2 Fallschirmträger-Trupps, Dorf gesichert, 1:30 Feindresten nach Südosten geflohen, unsere Stärke 20 Männer, 4 feindliche MGs. 6 Uhr Feindkontakt aus allen Richtungen, circa 2 Fallschirmtrupps mit Panzer. Normandie, Route N13, 6. Juni 1944, 8.15 Uhr. Ja, ich hab
damit man nicht gerechnet, oder? Das ist eine deutsche Straßensperre. Was jetzt? Wie bei Star Wars, ne? So Flucht aus dem Todesstern oder so. Was zur Hölle machen Sie, Sarge? Keine Ahnung. Bringen Sie drauf! Keine Ahnung, ob das gut ist. Ja, leider. Na toll. Dafür muss ich mich unbedingt beim Captain bedanken. Schnauze, Elder, und schaffen Sie Ihren Hintern raus. Auf, Martin, los, los. Wie konnte ich mich nur auf sowas einlassen? Ich würde sagen, weil Sie... Ich habe mir gedacht, Gott sei Dank ist das, haben die kein vernünftiges Schadensmodell oder Kollisionsmodell, die Brocken, die der Panzer da gerade runtergeschossen hat. Ansonsten ginge es mir wahrscheinlich gerade ein wenig schlechter. Energie genascht. Mausempfindlichkeit Level 3000. Ach Leute. Hi. Sergeant Moody. Kumpel gerade. Ja, man muss ja sagen, ne? Call of Duty stammt auch noch aus einer Zeit, wo Zweiter Weltkriegs-Shooter noch wirklich cool waren. Also, war nie cool, aber ein Shooter durchaus. Hab doch was gesehen. Noch mal ein Auto geklaut, Elder? Nee. Nur bei Bedarf, Sarge. Martin, geben Sie Deckung! Elder, Beeilung! Ich mach hier schon, Sarge! Man wird sie echt. Geben Sie uns Deckung! Aus,
Man könnte meinen, hier zu überleben, wird echt. Es ist wirklich einfach nur gut. Wir sind an den deutschen Linien vorbei, jetzt langsam, Private. Achso, ja, Entschuldigung, Sarge. Hier rechts rum. Ja, sicher, sicher. Das war aber scharf genug. Ich erstatte Major Shepard Bericht und hole unsere Befehle. Warten Sie hier. In Ordnung, Sarge. Was sollte ich sonst auch tun? Das in etwa habe ich auch gerade gedacht. Tapferkeit bedeutet, sich schrecklich zu fürchten und trotzdem aufzusatteln, sagte einst John Wayne. Und mit diesem wunderbaren Zitat verabschiede ich mich heute. Lass mir noch ein Däumchen nach oben da und vergiss vor allem nicht, den Kanal zu abonnieren. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ist auch ein bisschen länger geworden, wie versprochen. In diesem Sinne, macht's gut und ciao, ciao, bis zum nächsten Mal.